sie als fröhliche Gesellschaft in einem Restaurant bei einem Morgenbuffet. Das sind so die Buffets, wo man ja zum Beispiel ein 3-Minuten-Ei sich auch noch angeln kann. Oder kennt ihr den Trick? Neben mir war eine ältere Dame, die hat so ein 3-Minuten-Ei gehabt, und dann zack mit dem Messer, wenn man es gut macht, und man in der Spitze abholt und dann hat sie angefangen zu löffeln. Und dann auch schreckliche Katastrophe gekommen. Weil das Ei war ausgebrütet halbwegs. Man hat auch so gesehen, was da drin entsteht. Und sie hat natürlich reklamiert und ihr Morgenessen, ihr ganzer Appetit war natürlich im Eimer gewesen. So etwa ist es, wenn irrtümlicherweise eben zu viel Leben in einem Ei ist. Aber das ist ja für die einen manchmal schlecht, aber im anderen Fall könnte das sehr vorteilhaft sein. Wenn wir jetzt von der Katastrophe beim Morgenbuffet wegschauen und die andere Seite beleuchten, nämlich der eigentliche Zweck, warum es überhaupt Eier gibt, weil nämlich dort Leben drin ist und das Leben auch mal ausschleifen soll, dann kommen wir ein kleines neues Thema rein. Und uns ist ja schon klar, eine Bekehrung, so, wenn man es mal rein menschlich anschaut, als einen Schritt, wo ein Mensch sagt, ich will Gott nachfolgen, ich möchte gerne Jünger von Jesus werden, ich will auch die alte Schuld und alte Lebensmuster hinter mir lassen, ich nehme Vergebung an. Das alleine, als Willensschritt, das genügt natürlich nicht, für neue Menschen zu schaffen. Und wenn ich sage, es genügt nicht, will ich jetzt nicht sagen, was ist genügend, was ist ungenügend. Das ist sicher das, was ein Mensch tut. Und das ist genau richtig. Aber das ist auch wiederum alles, was er kann. Wir haben ja eigentlich diesbezüglich alle ein Ungenügend in unserem Zeugnis vor Gott. Etwas anderes muss er dann noch machen. Und mit dem beschäftigen wir uns jetzt. Es gibt auch nichts, was der Himmel so sehr begeistert und die Engel ins Jubeln versetzt und sowieso das Herz vom Vater freut, wenn so ein verlorener Sohn zurückkommt und sagt, ich will die alten Lumpen abziehen, ich will das alte Leben hinter mir lassen, ich will in deiner Gnade leben, ich komme in deine Arme, ich will in diesem neuen Innen weitergehen. Aber eben, auf eine Art merken wir es dann in dem nächtlichen Gespräch, das Jesus mit dem Nikodemus geführt hat. Er hat dann noch etwas anderes eingeführt, einen neuen Begriff. Er hat gesagt, das Leben muss drin sein. Es muss Leben in dir sein. Ja, es ist fast wie bei einem Ei, das befruchtet ist. Es muss Leben drin sein. Und dann wird es dann letztlich sogar noch die allerletzten Schalen sprengen, wenn das ewige Leben kommt. Aber es wird nie mehr weggehen. Das wird nachher in dir drin sein. Wenn du nicht neu geboren bist, so kann das nicht stattfinden. In dieser Geschichte Johannes 3 kommt es ihm fast vor, wie wenn Jesus würde Nikodemus sagen, du Ei, du hast ja vielleicht eine harte Schale, aber es genügt ja nicht, wenn man nur ins richtige Nest gelegt ist. Da hier drinnen muss das Leben sein. Wie wir ja wissen, hat es in Jerusalem viel gescheite Eierköpfe gegeben. Nikodemus war einer von denen, diesen Gelehrten. Und Jesus hat ihm gesagt, und das ist fast ein bisschen witzig, wenn man das näher in Betracht zieht, er hat gesagt, was, du weisst das nicht? So viel gescheit sind doch dir, du willst ein Lehrer sein in Israel und weisst das nicht. Es hat also eine ganze Gewerkschaft von solchen Leuten gegeben. Der Nikodemus war wahrscheinlich der ehrlichste von allen. Er ist wenigstens zu seinen offenen Fragen gestanden. So gelehrt, wie der Nikodemus war, so sehr war er jetzt am Hagen und hat gesagt, ja, ich kann doch nicht normal durch einen Geburtskanal durchgehen, ich kann doch nicht normal geboren werden. Das war für ihn also alles ein Rätsel. Rebirthing, das ist etwas, was man heute in den esoterischen Praktiken auf eine Art probiert zu machen, eben Leute normal zu gebären. Und Jesus hat aber eine andere Antwort gegeben. Er hat gesagt, schau Nikodemus, es muss ein Mensch durch Wasser und Geist geboren werden. Und das sind genau die zwei Seiten, die wir beleuchten, nämlich das Wasser ist der Schritt, den der Mensch tun kann, wenn er in die Taufe runtersteigt. Das ist sein Teil, das ist nicht sehr viel, man muss einfach alles loslassen. Aber das, was er nicht kann, ist, dass das Leben in ihn hineinkommt, hinter seiner Schale, drin in die Mitte von seinem Leben. Das ist das Geheimnis vom Heiligen Geist. Das ist also der Teil, der eben auch wichtig ist bei diesem ganzen Umwandlungsprozess, dass ein Mensch Gott erlaubt, ihn mit dem Geist zu erfüllen, erlaubt, ihn mit seinem Leben zu inspirieren. Und neulich war eine Frau bei mir, die für mich ein typisches Zeichen war, das findet wirklich statt in diesen Menschen. Sie hat gesagt, ich merke, in mir hat es eine Berufung, ich werde meine Schale sprengen, ich werde meinen Beruf wechseln. Ich merke, es kommt von Gott, es war nicht eine Idee von mir und es geht mir Tag und Nacht nachher.
anderen Menschen zu dienen. Wo könnte das tun? Dann haben wir miteinander auf Gott gehört. Aber solche sind Zeichen, dass Gott Leben auf eine geheimnisvolle Art durch seinen Geist in den Menschen hineingelegt hat.